Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück bei Imp of the Sun. Wir sind unterwegs, Episode 3. Ich hoffe, ich stelle mich besser an als in den letzten Episoden. Zunächst einmal würde ich gerne gucken, ob ich mir einen weiteren Sprung gönnen kann. Ne, ich kann aber mehr Angriffsschaden haben. Ja, ich glaube, ich spare erstmal auf HP. Wir sind jetzt hier unten. Was macht das hier? Es teleportiert mich irgendwo hin. Okay. Gut, verstanden. Wir haben einen Teleporter entdeckt. Vorsicht, Wasserfälle zehren an deinem inneren Feuer. Das macht Sinn. Die zehren das komplett auf. Könntet ihr bitte aufhören? Es wäre sehr nett, wenn ihr aufhören könntet. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Warum bist du manchmal gut und manchmal böse? Ich gucke erst mal, wo es hier lang geht. Da komme ich nicht hoch. Runter komme ich auch nicht. Ah, wieder so eine blöde Wasserperson hier. Aha, wir können eine neue Fähigkeit holen. Luftangriff 2. Stärkere Angriffe oder Bodenangriff besser. Ich würde sagen, wir holen eher den Bodenangriff, weil ich seltener in Angriffen springen würde. Während ich jetzt hier gleich springen muss eigentlich, gell? Also weiß ich nicht, ob das so eine gute Entscheidung war. Ich würde sie halt gerne alle besiegen, aber man muss sich manchmal seine Kämpfe auch einfach nur gut aussuchen. Gut, ich habe keine Auswahl, ich muss da durch. Mit 864 kann ich mir bei dir auch nichts leisten. Das heißt, wir müssen hier durch den Wasserfall und komplett ohne Power da reingehen. Okay. So, dich feuern wir zurück. Das ist gut. Dich feuern wir zurück. Das ist gut. Der war nicht so gut, aber wir können heilen. Gib mir mal die HP, danke. Du gehst bitte zurück, weil du mich... Du wirst so stark nennen. Ich hoffe es doch. Okay, Moment, was willst du? Was willst du? Was machst du? Warum bist du hier? Was ist los mit dir? Kannst du bitte aufhören? Ich habe nicht genug Power. Ich muss da in der Mitte stehen, wenn der kommt. Okay. Also da muss ich definitiv in der Mitte stehen. Weil dann habe ich immer Feuer um mich rum und kann mich im Notfall heilen. Oder ich kann vielleicht mit den Pfeilen oder Speeren durchgehen. Eins von beiden, weil hier kann ich gar keine Speere nutzen. Weil ich keine Power habe. Es ist dumm, dass er quasi in mir gespawnt ist und ich gleich wieder tot bin. Sehr gut. Guter Start. Aber wir haben die HP wieder gesammelt. So. Okay. Dass du mich gehittet hast, war nicht gut. Aber es sollte genug Power sein, um mich voll zu heilen, genau. Oh Mann, was mache ich gegen dich? Ja, ich kann die einzeln zurückfeuern. Dann darfst du mich aber nicht erwischen, bitte. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Okay, du bist tot. Never mind. Heilen, 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 heilen. Sofort die ganze Power nutzen, die ich habe. Sehr gut. Zwar wieder gestorben, aber Rauchform. Werde unbesiegbar und leicht wie eine Feder. Drücke LT, um die Rauchform ein- auszuschalten. Was ist die da?
Kostet aber auch Energie. Okay. Alles klar. Rauchform. Nimm die Rauchform an, um unbesiegbar zu werden und durch Zäune und Wurzeln zu gehen. Aber das kostet dich inneres Feuer. Du wirst auch beim Springen leichter sein. Cool. Sehr, sehr gut. Das hier... Nimm die Rauchform an. Sagt ihr mir, wenn ich da drin stehe. Na, aber du kannst mir HP geben. Kann trotz seiner Schönheit recht tödlich sein. Ja, danke, das habe ich auch gemerkt. Überall ist Wasser und es ist ziemlich dunkel. Kein idealer Ort für dich, um gefangen zu sein. Aber hey, wenn du die Fähigkeit hast, dich in Rauch zu verwandeln, kannst du diese Höhlen problemlos erkunden. Du bist unverwundbar gegen feindliche Angriffe und kannst durch verschiedene Oberflächen gehen. Oh, und all diese Plattformen auf dem Wasser oder die zerbrechlichen? Nun, sie werden an Ort und Stelle bleiben, wenn du sie in deiner Rauchform überwindest. Ziemlich nützlich, wenn du mich fragst. Danke für den Hinweis. Aber mir geht es eher darum, ich hätte gerne ein bisschen mehr HP. Weil ich habe nämlich jetzt definitiv genug Power dafür. Ja, mehr nicht. Danke. Ich hätte checken sollen, ob ich überhaupt da nochmal durch muss. Nein, muss ich nicht. Ich habe ja jetzt die Fähigkeit. Das heißt, ich kann theoretisch hier nicht durch. Da drüben war ich schon. Das habe ich eingesammelt. Da kann ich nicht durch. Da auch nicht. Okay, ich muss da nochmal durch. Das heißt, ich muss nochmal die Typen besiegen. Oder sind die jetzt durch Zufall nicht mehr da? Hm. Die sind noch da, oder? Nein, sind sie nicht. Cool. Wenigstens das ist geblieben. Ich muss die nicht nochmal besiegen. Okay, da war hier links, war okay. Hier auffüllen. Alter Schwede. Alter Schwede. Da hat man ja gar keine Möglichkeit, irgendwo stehen zu bleiben. Das ging ganz schön schief gerade. Ha, aber das habe ich ganz gut gemeistert. Ich stelle mich immer noch nicht wirklich gut an in dem Spiel. Aufzug los. Toll. So, ich muss hier rüber. Machen wir jetzt mit der Distanz einfach auf. Und wir haben die Energie nicht verloren. Sehr gut. Jetzt sind wir hier. Können hier wieder zurückgehen. Perfekt. Also wir kommen wenigstens etwas voran. Immer noch nicht so schlau angestellt, aber wenigstens etwas. So, hier müssen wir auf jeden Fall immer in Rauchform bleiben. Aber wenn ich in Rauchform bleiben kann... Ja, ich weiß. Das dachte ich mir schon. Aber vielen Dank für den Hinweis. Ich überlege gerade, ob ich nicht einfach durchspringen soll. Kann ich nicht. Okay. Ich dachte, ich könnte da durchspringen. Aber anscheinend nicht. Ich hätte gehofft, ich kann von unten durch diese Liane durchspringen. Ist eigentlich egal, wie rum ich gehe, oder? Dich will ich haben. Komm her. Mehr Power für mich. Genau.
Du brauchst gar nicht so nach mir greifen. Ihr nervt mich. Ha. Endlich mal... Das ist eine Tonne von Würmern. Endlich mal, wo mein Spike auch was bringt hier, mein Speer. Und da oben haben wir wieder so einen, diesmal wahrscheinlich bösen Geist, oder? So, Power haben wir gesammelt, sehr gut. Du gehst bitte zurück, damit du mir endlich mal Ruhe gibst. Jetzt brauchen wir den Aufzug. Verdammt. Ich brauche ganz kurz nochmal wieder neue Power. Nein. Danke, komm her. So, du hast deinen Schlüssel gefunden. Den brauche ich auch. Zumindest bin ich mir sehr sicher, was das angeht. Energie aufsammeln. Hier kann ich durchgehen. Und hier kann ich drüber gehen, ohne dass ich durchfalle, weil ich Rauchform habe. Nicht mit mir. Oh, da oben ist so ein Teil, das will ich haben. Wie komme ich an dich dran? Oh, jetzt ist der Aufgang offen. Okay, okay, okay. Aber ich glaube, wenn ich jetzt hier zu dem nochmal gehe, speichert der automatisch, oder? Ich denke schon. Da müssen wir auf Nummer sicher gehen, weil das lief jetzt aktuell relativ gut. Ich hoffe, ich komme da an dieses Ding wieder dran. Zurück an die Oberfläche. Zeit, mit deinen neuen Kräften neue Wege zu erkunden. Ich will aber eigentlich noch gar nicht an die Oberfläche gehen. Ich will da rechts dieses Teil haben. Da ist so ein Teil hier. Wie komme ich da hin? Dschungelwasserfälle. Ich komme hier... Oh, das ist der Punkt mit dem... Genau. Quipu 3. Das war den, den ich vorhin nicht bekommen habe. Jetzt kann ich natürlich darüber nicht zurückgehen, also muss ich hier lang gehen. Aber wie komme ich dahin? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie muss man da ja rankommen. So, wir kamen von da links. Das heißt, da links ist dieses, dieses Teil, was wir auch noch nicht haben. Weil hier war dann der Kampf, genau. Wir kamen von links da runter, sind hier runtergefallen und jetzt sind wir hier. Können wahrscheinlich wieder zurückgehen, oder? Ja, würde ich mal sagen. Ich will immer noch dieses Teil da drüben haben. Wie komme ich da dran? Und wie schlau ist es, jetzt hier wieder zurückzugehen? Ich wollte ihn dir eigentlich zurückschicken, damit du mir neue Energie gibst. Aber okay. Gut, dann versuche ich es hier mit Anlauf. Ah, verdammt. So, den mal ganz kurz sein. Verpasst. Es hat leider nicht ganz gereicht. Ich glaube, ich komme da mit dem Sprung nicht hin.
Aber wir hatten hier doch so ein anderes Problem, oder? Genau, ich kann jetzt nämlich hier durchgehen. Haha. Da haben wir noch so einen seltsamen Typen. So. Wir hatten da noch so einen seltsamen Typen. Na komm, lass mich mal ganz kurz abstellen. Ich will mich den hier machen. Genau, das wollte ich. Da oben ist was Wichtiges, das leuchtet. Die Frage ist, wie weit runter kann ich gehen? Wo ist da Wasser? Weil... Also da rechts ist definitiv Wasser. Die Frage ist nur, ist hier auch Wasser? Das weiß ich nicht. Weil da durchspringen würde ich nicht schaffen, ohne Schaden zu nehmen. Vor allen Dingen, weil da oben noch so ein Wurmding ist. Genau. Interessant, dass du da durchgehen kannst, aber ich nicht. Machen wir es halt so, gell? Ja, machen wir es so. Da haben wir einen Troll. Da haben wir zwei Trolle. Die würde ich gerne hier noch töten, weil du gehst mir sowieso auf den Sack. Danke. So, wenn ich das öffne, öffne ich die Tür und ich komme hoch, aber dann kommen auch die beiden da durch. Ja. Da hat sich noch was geöffnet, weiter oben. Oh mein Gott, ihr seid stark. Kannst du bitte mal aufhören, mir so auf den Sack zu gehen? Danke. Ich brauche Energie, um mich zu heilen. Haben wir. So, ich will jetzt aber das hier haben. Ein Map-Teil. Sehr schön. Okay, wir müssen hier nochmal lang. Aber das ging ja relativ einfach jetzt. Aber ich habe jetzt oben auch einen Weg frei gemacht. Ist das der Weg einfach nur hier durch? Quasi jetzt eine Abkürzung? Sieht so aus, ja. Ja, genau. Aber der Kollege war hier drüben auch. Das heißt, ich könnte, wenn ich wollen würde, zum einen eventuell speichern und zum anderen nochmal schauen, ob ich mir noch was leisten kann. Ich habe ja 1200, also HP-technisch nicht, aber ich könnte hier inneres Feuer aufheizen und ich könnte mir sogar noch mehr Angriff gönnen. Warum nicht? Wir nehmen das alles mit. Ich meine, verdient haben wir es uns. Gespeichert sein sollte es ja. Und jetzt fehlt mir trotzdem immer noch das Ding da drüben. Das da. Wie komme ich an das Teil dran? Bin mir nicht sicher. Versteht? Es geht erstmal hier runter. Oh. Okay, kleiner Hit für dich, das gebe ich dir. Aber wir haben schon wieder Vollgehalt. Neuer Punkt. Da unten ist ein Teil, das ich direkt töte. Da geht's nach links. Lavendelfarbene Höhle. Die kennen wir schon. Da waren wir schon drin. Wir kommen jetzt von einer anderen Seite gefühlt. Da haben wir einen ganz schmalen Stand. Eventuell haben allerdings das Ding dagegen uns. Den diesmal wieder bösen Geist.
Okay, ich dachte eigentlich, ich hätte dir das Ding zurückgeschickt. Immer noch nicht. Da, jetzt aber. Wir heilen uns mal vollständig. Die ist auch wieder da. Oh, fast. Fast hätte sie mich da erwischt. Wie es allerdings weitergeht, seht ihr erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Oh, cool. Geht doch. Wahnsinn, finde ich auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Hoffentlich bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.